Haben wir das schon gesehen? Nein, glaube ich. Ne, haben wir noch nicht. When you meet your friends, egal. Your master. Will you be ready? Dann ist das jetzt unser Einstieg. Ja. Und damit, yes, das ist Johann und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Mark of the Ninja mit dem Janis, der gerade zockt, und mir, den MS. Ja, genau, ich werde jetzt erstmal voll den Inkompetenten raushauen, weil ich habe das Spiel schon ewig lang nicht mehr gespielt und ich habe auch keinen Bock mehr auf das Spiel, das heißt, mir ist alles scheißegal. Ja, du musst wissen, du hast nicht mehr lange und er ist scheiße krank und er ist inkompetentes Stück Scheiße. Ja, genau. Also, ich würde mal auf die Map gucken. Ja, das wäre eine Idee. Andere Seite. Ach, fick dich. Ich glaube, du musst in die eine Richtung. Captain Obvious. Hab ich nur das Gefühl, oder hörst du auch noch Musik im Hintergrund? Warte. Ja, so minimal leise. Ganz, ganz leise, aber das ist irgendwie voll cool. Okay, da ist ein gelber Bereich. Hatten wir schon mal einen gelb markierten Bereich? Du redest gerade ein bisschen laut. Sonst redet er immer zu laut, ja, jetzt redet er. Ich sag dir, guck mal, das ist dieser Platz, weil du einfach dichter am Mikrofon dran bist, als auf der anderen jetzt Seite. Jetzt mach einfach weiter. Da ist ein gelb markierter Bereich. Ja, wahrscheinlich ist da das Ende. Also warte, wo längs muss ich jetzt? Keine Ahnung, sie redet gerade noch. Geht da hoch. Da ist irgendwas Blinkendes. Oh. Oh, Styler. Ja, ich glaube, wir sind gerade auch keine Gegner. Also von daher kannst du einfach mal laufen. Aber ich glaube, irgendwie, du musst nach unten oder rüber auf die andere Seite. Ja. Da unten ist irgendwas. Siehst du das in dem Raum da? Ja. Aber ich habe keine Ahnung, wie du da reinkommst. Idiot. Warte, guck nochmal bitte auf die Map. Ja, das ist ein kleiner Raum. Ja, halt. Da muss. Ja. Ja, da drüber muss. Geh einfach mal weiter. Ecken. Haben. Weil der Stein da dann weggeht. Bitte, was ist denn das für ein Stein? Das ist ein Magic Ninja Stein. Ich kenne das noch nicht. Ich glaube, du musst ganz nach oben. Und jetzt? Jetzt musst du da runter. Wie mache ich denn da? Ah, okay. Wie komme ich denn da hin? Also jetzt mal ohne Scheiß. Wie wär's einfach mit Klettern an der Wand so? Meinst du hier rein? Da kannst du dich da ranhängen. Wo an den Ja, wenn du da jumpst und jetzt nochmal hoch. Ja, cool. Ah, okay, danke. Bitte. Das hilft auf jeden Fall. So, ja, Janis ist jetzt von seinem Urlaub wieder zurück. Genau. Oh, war schön erholsam. Ich glaube, da oben war irgendwas. Ja, ich glaube auch. Dann dreh den jetzt. So. So, wahrscheinlich machst du damit einfach den Stein hoch, ne? Wie wär's mit drehen? Hä? Achso. Junge. Ja, ja, sorry. Also ja, dann musst du gleich nach unten laufen. Ja, ich muss mich beeilen halt. Laufen. A drücken. Oh lol. Okay. Ja, entspann dich. Ich bin noch nicht wieder ganz da. Wie geil das auch so. Oh lol. Was muss ich drücken? Oh. Da steht da ja nur ganz Digga, fern. Das ist ein scheiß Xbox-Controller, aber ich hasse das. Ich hab das auf der Gamescom schon gehasst, Digga. Ich hab dir schon oft genug gesagt, nimm mir einfach dein mit. Ja, hier kannst du gleich nochmal. Am bloß nicht laufen. Mann. Laufen wäre tödlich. Sowieso, ich könnte stolpern. Oh. Wie Joker, ich kann diesen Stift verschwinden lassen. Ja. Boah, ich hab eigentlich gerade voll Bock auf die Batman-Teile. Ich auch. Und wieder nicht laufen. Hey, Morrisman, die Woche hat mich voll zerstört. Ich muss von der Woche erzählen. Nee, ich muss mit meiner Freundin die ganze Zeit scheiß Twilight gucken. Das hat mich mega aufgeregt. Also, beziehungsweise eigentlich nicht, weil es nur mit anderen Sachen endet. Wenn man keinen Bock auf Filme hat. Bitte was? Was meinst du denn wohl? Ich glaube, du musst auch in die Schaltung gehen. Und jetzt musst du nochmal darüber auf die andere Seite und dann drehen. Ah, das Licht, ja, genau. Weil jetzt ist der Magic Stein weg. Und jetzt ist hier ein Schalter. Ah, okay. Ah, okay, dann musst du richtig schnell durchlaufen. Ja. Nicht jumpen. Einfach nur laufen. Umdrehen und laufen. Kriegst du das hin? Runter. Nice. Hat er gut hinbekommen, ne? Ja, könnt wunderbar. Könnt ihr dafür einen Daumen da lassen? Ihr müsst applaudieren. Ihr müsst vor eurem PC sitzen und applaudieren. Einfach mal in die Kommentare schreiben. Gut gemacht, Janis. Dafür, dass du sonst nichts kannst. Genauso sieht's aus. Sieht man ja hier gerade wunderbar. Digga! Okay. Ich wundere mich, ich bin gerade auf Schmerzmitteln. Auf einer halben Schmerztablette. Das ist krass, ne? Ich glaube, du musst durchdrücken. Ich glaube, jetzt passiert voll was Geiles, ja.
Lol. Nice. Please, what? Das ist voll geil gemacht, aber hier sind auch irgendwie keine Gegner. Nö, das ist gerade voll entspannt. Ja. Ich hoffe, so geht die halbe Stunde jetzt weiter. Das Geile ist, irgendwie, jedes Mal, wenn du so halb husten musst, hast du auf einmal voll den Ausschlag. Den Ausschlag. Das Ding, sie muss nicht husten, das ist einfach nur, wenn ich so halb lachen muss. Ja. Ey, wusstest du, dass wenn man niest, die Wahrscheinlichkeit besteht, dass du deine Rippe brichst? Also, dass deine Rippen brechen, also mindestens zwei oder so. Wenn du richtig hart niest. Ich glaube, du musst da hoch. Hoch. Nice. Und das ist hier normale. Ja, das ist halt nur. Hä? Wieso sind hier normal? Ja, du kannst eben keinen mehr töten, das ist voll komisch. Guck da mal in die Tür rein, weil ich glaube, da an der Seite ist irgendwas. Da mach auf jeden Fall mal auf. Aber guck mal jetzt auf die Map. Ja, ich bin unter im Game-Bereich. Dann geh einfach mal oben lang und lass dich mal da vorne droppen oder so. Oder mach auf jeden Fall mal das Licht aus, dann ist das schon mal abgelenkt. Wie mach ich das Licht aus? Ach so. Captain Obvious. Captain Obvious. Ich würde nicht allzu weit weg von der Tür gehen. Wenn das... Tür zu machen. Ob ich die Tür zu machen? Ist so scheiße, dass man niemanden mehr töten kann, ey. Naja, das ist komisch. Jetzt musst du runter. Mach schnell die Tür auf. Geh runter. Okay, mach da mal schnell das Licht aus. Das sollten die eigentlich nicht hören, oder? Die andere Seite. Dann versuch den rein. Der muss jetzt aber schnell hoch gleich, ne? Weil der geht instant das Licht an. Warte, guck nur einmal bitte auf die Map. Nein. Weil, wenn du da drüben einfach reingehst. Rein. Ich, ah, fuck, ich wusste nicht mehr, wo genau ich reinkomme. What the fuck, wie das gerade aussah. Ja, das war ein bisschen wie bei Tekken oder so früher, wie man das halt noch kennt. Hä? Wo müssen da jetzt auf einmal? Egal, mach einfach. Das weiß ich auch. Was ist denn das jetzt? Das ist buggy Spiel. Wieder der Huster am Start. Mach einfach schon auf. Tür wieder zu. Das ist so geil, ne? Oh ja. Oh. So. Darauf also erstmal einen Schluck Harzer Wasser. Also wie gesagt, ich muss die ganze Zeit Twilight gucken, bin hart gelähmt davon. Und ja. Ist dein Fuß oder ist hier jetzt eine Katze am Start? Ich glaube, wir sind. Oh Leute, das war echt dumm. Ich hab leider gerade nicht auf. Ja, ich bin einfach. Über seinem Kopf habe ich mich so runtergelassen. Ah, das war schlau. Ich mache jetzt einfach hier immer das Licht aus und dann gehe ich durch den Gang davor, weißt du? Ja. Kriegst du das andere irgendwie auch raus? Ist mir egal. Ja. Solange du das schnell machst, warte. Ja. So, hoch. Da kann ich nicht hoch! Aber ich, du kannst ja in die Tür rein. Okay. Aber warte mal. Stimmt, da kann ich gar nicht hoch. Das heißt, ich muss durch die Tür hinten und dann muss ich das mit dem Ninja Step, weißt du, mit dem ich mich porten kann. Das habe ich auch noch nie gemacht. Muss gleich erstmal gucken, wie das funktioniert. Sonst mach doch einfach. Geh doch erstmal raus, oder? Ja, später. Jetzt musst du nochmal warten. Oder du beamst dich halt jetzt da. Ja. Mach das Licht, da bin ich im Licht. Ja, mach einfach. Der will jetzt hochgucken. Cool. Das ist nicht cool, das ist Y. Ja. Jetzt komme ich von drüben. Ja, so, jetzt bin ich hier drin erstmal. Ja, und nice. Mein Ninja Step kann sich wieder aufladen. Jetzt aber gefährlich. Ja, ich weiß. Gib mal bitte kurz die Sprite, ich muss einmal kurz was trinken. Die Sprite, ja. Ja, aber ich muss eh jetzt hier noch kurz warten. Gib mal einmal bitte. Ja, kommt sofort. Nachdem du dein Harzer was dazu gemacht hast. Jo. So. Eine kurze Trinkpause, ich drück mal nach oben, damit wir sehen, wo der hingeht. Dann lass dich einfach gleich runter und dann. Ja, tut mir leid, wenn ich ein bisschen dafür was trinken muss, aber sonst stirbt mein Hals echt ab. Ich habe das Maul schon eben versucht einmal zu erklären. Geh mal runter. Jetzt lass dich einmal fallen. Versuch da im Jump irgendwie die Beine. Ja oder so. Mach da am besten die Lichter aus. Ja, gleich. Stimmt, das kann ich am besten von hier aus machen, weil, ne? Weil da sind gerade beide. Mach da oben. So. Ja. Jetzt geh schnell rüber auf die andere Seite.
Genau, ich habe Morris schon da schon versucht zu erklären, und zwar und drüber, unten rein durch. Ja, nice. Ja. Ihr wisst doch, wenn ihr in euren Rachen guckt, da ist doch in der Mitte euer scheiß Zäpfchen, ne? Und links und rechts davon geht das doch in so einem Halbkreis einfach runter. Also, ja, halt ganz normal. Und bei mir ist es auf der linken Seite ganz normal, so ein schöner Halbkreis, und auf der anderen Seite ist es einfach so wie so eine gerade Wand runter. Und ich weiß nicht, warum das so angeschwollen ist, auf jeden Fall tut das hart weh. Guck mal kurz an, was für eine Richtung du musst. Echt? Da hinten kann ich nicht durch, ne? Ich glaube nicht, deswegen geh erstmal auf die andere Seite, vielleicht ist da irgendwo so ein Schalter im kleinen Raum. Aber pass auf halt mit dem Timing, weil die Züge kommen halt schnell, ne? Ja. Jetzt. Weiter. Na, hier oben kann ich normal klettern, die Züge fahren unter mir durch. Alter. Ich glaube, du musst dich da irgendwie fallen lassen. Ja, bevor der Zug kommt. Jetzt. Okay, wenn ich nach unten gucke, bin ich instant tot. Okay, cool. So, dann checkt doch jetzt mal die andere Seite aus. Stimmt, das kann ich eigentlich auch mal machen. Da unten ist die Tür. Rein. Rüber, andere Seite. Ah, okay. Nee, okay, dann war auf der anderen Seite wahrscheinlich irgendwie nur wieder so eine Katze oder so ein Bullshit. Okay, jetzt bin ich gleich im Game. Ching Chang Hao. Hisu Mu Yu. Okay, genau. Und jetzt geht's. You'll need weapons. Old Tyra always kept plenty on hand. Ich glaube, ich kann dich wieder töten. Yeah. Oder wir besorgen uns jetzt irgendwelche geilen Waffen. Wie sie gerade gesagt hat, jetzt komm, mach weiter. Ja, ich. Ja. Geh erstmal weiter. Oh, wie das oben gerade die ganze Zeit festbackt, der, oder? Das hat die ganze Zeit online. Juch. Ein bisschen weitergegangen. Hm? Nicht ja, weil der Strahl von seiner Taschenlampe mich so genau am Fuß erwischt hat, und ich dachte mir so lieber, okay, kann ich die jetzt mittlerweile wieder töten? Ich glaube nicht. Sonst geht doch einfach unter die Treppe. Das nervt, so warten zu müssen, ne? Oh ja. Oh, ich will dieses Spiel einfach nur noch durchhaben. Ich will endlich Metal Gear Solid spielen. Ja, mir ist gerade egal. Nee, ja, du zockst doch nicht. Ich glaube, du musst da was machen. Okay. Deine Reaktionszeit ist aber auch. Ich hab da gerade echt nicht hingeguckt. Ich hab. Rally, Nigger. Mach einfach ganz kurz hoch, jetzt wieder runter. Ich glaube, geh mal erst auf die andere Seite. Ich glaube, das wäre erstmal praktischer. Hier fallen kommen jetzt Leute, glaube ich. Nein, der ist unten, Mann. Ist unten. Ja. Psst. Ich muss aber kurz auf die Map gucken, was ist denn hier überhaupt? Ja, wahrscheinlich ist unten irgendwas, was du umlegen musst, deswegen. Guck doch erstmal. Das ist gar nichts, das ist nur der Typ. Komisch. Kannst du da oben irgendwas machen? Dann geh mal außen. Ja. Und guck mal da. Ah, die Tür hier. Da sind krasse Shredder. Ja, genau. Zu denen muss ich hin. Ja. Auf der Seite ist eine Tür und aus dem kann ich nicht. Mal. Geh mal hier in das nächste. Ja, dann komme ich in den gleichen Raum. Ja, aber du musst ja irgendwas dann hochziehen oder so. Ansonsten gibt es ja irgendwie keinen Sinn. Keine Ahnung, hier wird mir halt der Stein gezeigt. Okay, der letzte erwischt mich ja, ne? Genau. Ah, ich muss das Licht ausmachen. Und dann ist ja der Stein, weißt du? Ah. Aber wie komme ich zu dem Licht? Du kannst einfach an der Wand hochklettern. Und das ziehen. Oh, lol. Das ist natürlich nice one. Genau, und jetzt ist hier der Stein. Und dann müsste das eigentlich gehen. Geht das Ding noch wieder runter? Ja, natürlich. Und weiter hoch. Noch weiter? Ja, mach mal ganz hoch. Okay, weil ich weiß nämlich nicht, wie oft dann Pfeile noch runterkommen. Nicht, dass die mich dann noch irgendwie erwischen. Ich weiß auch gerade gar nicht, was man so richtig machen soll. Ob man dann... Ich
Oder, warte mal, geht die Wand vielleicht hoch?